Vom 11. bis 13. Juni huldigten die Walldorfer wieder dem königlichen Gemüse. Nach dem Einzug des Festgefolges, bestehend aus Vereinsdelegationen, eröffnete Bürgermeister Heinz Merklinger zusammen mit Spargelkönigin Tanja I. den diesjährigen Spargelmarkt. Die Regentin des Weißen Goldes wird ihr Amt im nächsten Jahr an eine Nachfolgerin übergeben. Lokalmatador unterhielt sich mit Tanja I. über ihre Erfahrungen und Erlebnisse während der dreijährigen Amtszeit. Also ich habe eine wunderschöne Zeit erlebt. Ich war auf sehr vielen Festen. Ich habe die Weinhoheiten zum Beispiel gekürt und ich hatte super viel Spaß. Habe den Bürgermeister mal näher kennengelernt und ja, war eine wunderschöne Zeit. Natürlich der Spargelmarkt. Also das war immer wieder ein Highlight. Ich mache das jetzt zum dritten Mal und immer wieder eine Freude, das mitzuerleben. Ja, also mir macht es unglaublich viel Spaß, vor allem die schönen Kleider zu tragen und Walldorf zu repräsentieren. Und es wird mir schon fehlen, ja. Ich studiere Pharmazie in der Universität Heidelberg im zweiten Semester. Ja, das werde ich die nächsten 4 Jahre noch weiterhin tun.